Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3 Frozen Throne. Das letzte Mal haben wir mit der Rexxar-Kampagne begonnen. Das heißt, es dürfte für euch sogar schon ein paar Folgen her sein. Ich habe das ja in einer Aufnahme durchgezogen. Wir werden heute dabei weitermachen und ich denke mal, da steht mir auch eine längere Aufnahme bevor für dieses Kapitel hier, weil das ist ein bisschen länger. Akt 2, Alter Hass. Die leichte Brise bringt den Geruch der See in die Dust Dweller Marschen. Der Darkspear-Stamm hat dort sein neues Dorf gegründet, so wie die Tauren ihre neue Heimat im nahegelegenen Malgor aufbauten, nachdem sie die Unterdrückung der Zentauren abgeschüttelt hatte. Naja. Schauen wir mal, was uns hier wieder erwartet. Ich weiß jedenfalls, dass es hier einen Haufen Zeug zu tun gab. Grüße, Mann. Euer Besuch ehrt meinen Stamm voll sehr, auch wenn ich weiß, dass ihr dringendere Geschäfte habt. Ist nicht leicht, sich auf die Insel Terramur zu schleichen. Zum Glück kann euch einer helfen. Er wartet am Hafen auf euch. Folgt der Straße zur Stadt hinaus, um ihn zu finden. Wir haben Gerüchte gehört, dass die Flotte der Menschen im Kanal zwischen dem Festland und Terramur patrouilliert. Passt bloß auf, Mann. Sie könnten euch von der Zauberin fernhalten, die ihr sucht. Ja, dann. Wir haben hier wieder unseren neuen Stützpunkt. Hier haben wir auch wieder ein Lager, das ich bisher noch nicht verwendet habe. Und die Gebäude sind alles ganz normale. Und ah ja, da könnten wir uns wieder tolle Items kaufen, sehe ich gerade. Wobei die mittlerweile... Oh, aber okay, die ist gut. Wir haben aber auch kein Gold mehr, sehe ich jetzt schon. Ich wandere allein. 3000 wird die kosten, okay. Meine Beute naht. Das wäre das einzige Item, das sich momentan noch einigermaßen lohnt. Ah ja, hier müssten wir hin, oder? Okay. Gibt es da auch einen Weg? Ja. Erstmal wieder zurechtfinden hier. Ah, hier haben wir unseren Wiederauferstehungsstein, den wir hoffentlich auch wieder nicht brauchen werden. Auf der Pirsch. Was liegt vor mir? Ich bin so oh, ich sollte vielleicht mal einen dicken Bären wieder beschwören, ne? Der ist mittlerweile auch wirklich dick. Mit Fangzähnen und Klauen. Ich wandere allein. Eine Rune des Abschirmens. Jagt sie raus. Was liegt vor mir? Haben wir mal ein paar Viecher wieder raus hier. Die Bestie. Mit Fangzähnen und Klauen. Entfesselt die Bestie. Ihr seid ein Drechsel, ich habe den Traum aufgenommen. Unsere Wege kreuzen sich. Dürrer Klepper. Auf den Pier. Ich wandere. Ja, ja, das sind wir ja schon. Auf den Pier. Und schauen wir mal, was wir hier wieder finden. Küstenstützpunkt. Die Menschen haben an der Küste einen großen Stützpunkt eingerichtet. Ihre Festung, die vor Aktivität brodelt, zieht sich über den gesamten felsigen Strand. Obwohl die Pläne der Menschen immer noch unbekannt sind, kann ihre Anwesenheit für die aufstrebende Gesellschaft von Durotan nur Ärger bedeuten. Na dann, schauen wir mal. Dromka, Bruder. Ich bin Samuro. Meine bescheidenen Fähigkeiten gehören euch. Vol'jin vertraute mir einen Satz Sprengladungen an, die mit einem instabilen Gebräu gefüllt sind. Wenn ich sie an wichtigen Gebäuden anbringen könnte, würde euch die Ablenkung genug Zeit verschaffen, mit diesem Boot den Kanal zu überqueren. Ja, wir haben jetzt hier nur unseren Samuro zur Verfügung.
Und wir müssen mit dem ein bisschen auf geheime Mission gehen. Und dafür haben wir auch seinen Windlauf. Er ist ein Klingenmeister, ähnlich wie Grom. Okay, hier ist nichts. Wie lange hält der auf Rang 3 noch? 60 Sekunden, okay. Das sollte lang genug sein, um ihn aufrechtzuerhalten. Oh, dann mit optionalen Quest. Okay, machen wir den einfach. Ich höre und gehorche. Das wäre ein bisschen zu viel. Sagen wir mal, ein bisschen für Ablenkung. Das ist das, was der Held sowieso am besten kann. Für Ablenkung sorgen. Die Spiegelbilder machen zwar alle keinen Schaden, aber sie sind dafür eine Ablenkung. Dann töten wir uns halt dadurch. Gibt ja auch ein bisschen Gold, das wir später wieder verwenden können. Wer weiß, was wir uns dann noch alles kaufen können. Später mal. Ein Kampfrauschbuff hat der auch drauf. Und einen großen Heiltrank gibt es als Belohnung. Ja. Hey. Vor zu Griechenwahl. Ja. Na, ich glaube, hier lohnt sich das jetzt auch mal. Das wäre hier ganz schön viel Leben. Und da hat er den Windlauf nicht mehr gemacht. Na gut, dann können wir zumindest mal den Auferstehungsstein hier benutzen. Durchsuchen wir mal die Fässer hier. Ja, das wäre auch sehr praktisch. Ich höre und gehorche. Vor zu Griechenwahl. So, dann haben wir den mal. Während der genug von den Spiegelbildern abgelenkt ist, sollte der langsam runtergehen. Ach, eine Dornenaura hat der auch noch. Oh, ein Talisman des Ausweichens. Sehr schön. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, muss ich jetzt mal sagen. Ich habe den Zauberspiegelbild ja sowieso. Kostet meine Klinge. Ich höre und gehorche. Ja, Lord.
Na, dann widmen wir uns mal wieder der richtigen Quest. Kriegt ihr keine EP hier, oder? Nee. Vorzüglich, Herr Wahl! Ja! Hey! Ich höre und gehorche! Okay, da komme ich nicht durch. Okay, da muss ich mal eben... Ach, ja stimmt, die haben ja alle ihren... Diese Arkanentürme, die sehen ja so auch durch die Unsichtbarkeit durch. Naja, immer wieder sehr anstrengend, das Ganze. Nur beim Brunnen der Gesundheit. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich gerade ein bisschen schweigsamer. Ich muss jetzt schauen, wie komme ich noch da runter. Ja, ich höre und gehorche. So, und den letzten. Der muss dahin. So, da haben sie sogar einen Helden. So, Quest abgeschlossen. Dann schauen wir mal, ob wir uns jetzt auf die Insel schleichen können. Sral, den ihr zu töten versucht habt. Er möchte wissen, weshalb eure Krieger in unser Land eindringen und uns mit Krieg drohen. Was redet ihr da? Ich trachte Sral nicht nach dem Leben, noch gedenke ich, den Pakt zu brechen, den wir geschlossen haben. Vielleicht. Doch die Tatsache bleibt, dass eure Schiffe und Krieger unsere Siedlungen auf dem Festland überfallen haben. Ich musste ein großes Lager umgehen, nur um zu euch zu gelangen. Ich versichere euch, ich habe keine Angriffe befohlen. Bringt mich zu diesen Truppen, Rexar. Ich möchte mich selbst überzeugen. Rexar? Das scheinen mir keine Menschen zu sein. Diese Schlangenwesen, sie müssen das Lager zerstört und eure Brüder ermordet haben. Ach, da haben wir Naga und... Hey. Wie lautet der Plan? Wer sagt's denn? Wir haben Chaina. Allerdings gerade mal Level 8, wenn ich mich recht erinnere, war sie am Heidschall noch Level 10. Naja, soll uns mal nicht weiter stören. Was hat sie denn alles? Wasserelementar 2, Blizzard. Das Wasserelementar habe ich doch in ihrer Menschenkampagne schon auf 3 geskillt, wenn ich mich recht entsinne. Und Massenteleportation hat sie dafür, aber... Na gut, ist jetzt kein Ultimate, den ich unbedingt skillen wollen würde. Hört sich gut an. Er hat einen rein taktischen Zweck und keinen kämpferischen. Für einen Rückzug ist es immer wieder sehr genial. Also vor allem, wenn das eigene Lager gerade bedroht wird. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Hört sich interessant an.